Freunde der Sonne, Walli hier am Start, herzlich willkommen zurück zur F1 23. Schön, dass ihr da seid. Wir haben tatsächlich schon die gesamte erste Hälfte der Saison durch. Jetzt beginnt die zweite Hälfte der Saison. Wir haben unseren Vertrag bei McLaren letztes Mal verlängert. Und es freut mich sehr, dass wir das dieses Jahr durchziehen und hoffentlich auch die ganze erste Season beenden. Ob wir dann eine zweite Season machen, wo wir vielleicht um die WM mitkämpfen, oder ob wir vielleicht unsere McLaren-Karriere dann im neuen F1 Manager fortsetzen. Der kommt, glaube ich, Ende des Monats raus oder so. Das schauen wir mal. Auch in Ungarn wieder strahlender Sonnenschein. Und wie man sieht, eine ganze Menge schöner, neuer, saftiger Upgrades. Und damit machen wir nochmal einen weiteren Sprung nach vorne und sind jetzt so ziemlich gleich auf mit Aston Martin, Ferrari und Mercedes leistungsmäßig. Und hier im Verlauf sieht man ganz gut, dass Aston Martin mit uns zusammen jetzt quasi so einen Sprung gemacht hat. Das Feld ist jetzt wirklich ziemlich zweigeteilt, ne? Man hat unten diese Gruppe, die sehr eng beieinander ist, und oben diese Gruppe wächst auch immer enger zusammen. Mal gucken, wie es in Ungarn läuft. Wir sehen uns im Qualifying. Die KI steht auf 108. In Silverstone waren wir ja ein bisschen zu langsam auf 107. Mal gucken, was hier auf 108 heute in Ungarn geht. Und ich habe sehr viel Flügel dabei, also fast maximalen. Denn die Strecke hat ja nur die eine kurze Gerade hier und braucht viel Grip. Ich hoffe, dass die KI uns dann nicht im Rennen hier die ganze Zeit stehen lässt auf der Geraden. Aber die Strecke, die braucht viel Flügel. Und wir fahren jetzt mal unsere erste Runde hier. Ich habe die Track Limits auf streng fürs Qualifying, und zwar wegen dieser Kurve, die jetzt kommt. Sonst kann man hier beim Exit halt sich raustragen lassen, und damit ich das nicht nutze und da irgendwie Zeit gut mache, habe ich die Track Limits einfach mal auf streng gestellt. Ah, Ungarn ist eine nice Strecke. Aber natürlich auch eine Strecke, wo das Qualifying sehr wichtig ist. Weil man tendenziell nicht gut überholen kann. Insofern hoffen wir natürlich auf ein starkes Quali. Denn wenn wir jetzt wieder das Qualifying vergeigen wie in Silverstone, überholen wird hier auf der Strecke sehr, sehr schwierig. Eine 15-7 und das ist aktuell P6. So, Zeit für Runde Nummer 2. Momentan sind wir P5 und P6, Lando und ich. Ja, ein bisschen was geht vielleicht. Der Drift hat auf jeden Fall keine Zeit gebracht. Das war auch knapp an den Track Limits. Das war ebenfalls knapp an den Track Limits. Die war besser. Also der letzte Teil der Runde war deutlich besser als bei der ersten. Puh, aber da haben wir viel Zeit liegen lassen am Anfang, und das ist P6. Es ist aber auch schon wieder ein unfassbar enges Qualifying. Guckt euch das mal an. Die Top 8 sind in 2 Zehnteln. Wir sind 27.000stel von Lando weg, der uns mal wieder schlägt im Qualifying. Und wir sind unter 1/10 weg von der Pole Position. Die wäre easy drin gewesen. Die zweite Runde war gut, die letzten paar Kurven, aber am Anfang haben wir definitiv Zeit liegen lassen. Also die Pole wäre machbar gewesen. Und gefühlt hatten wir das jetzt schon 3-4 Mal, dass theoretisch die Pole Position möglich gewesen wäre, aber ich krieg's bisher noch nicht zusammen. Und dementsprechend ein super enges Qualifying, und wir starten mal wieder hintereinander, Lando und ich, auf 4 und 6.
Ich begrüße Sie wieder einmal aus Budapest für eine weitere Portion Formel 1 Action. Das heutige Rennen führt uns zum 4,35 Kilometer langen Hungaroring nordöstlich von Budapest. Die Fahrer müssen sich auf 14 Kurven, 8 rechts und 6 links und eine Piste einstellen, bei der Abtrieb über alles geht und auf der Überholen extrem schwierig ist. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Norris, Russell, Sparkles, Leclerc, Perez, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Joe, Magnussen, Tsunoda, Albon, Sargent und Nick de Vries. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie eng dieses Qualifying war. Also meine Güte, man denkt schon wieder, da wäre schon wieder die Pole Position drin gewesen. Ich will auch mal auf Pole stehen. Und in Ungarn hätte sich das natürlich gelohnt. Auf der Strecke ist das Qualifying wichtig. Ich denke, wir können nichts anderes uns leisten, als mit roten Reifen zu starten, weil wahrscheinlich alle mit roten Reifen starten. Der Start dürfte wahrscheinlich somit die beste Chance sein, ein, zwei Plätze gut zu machen, weil im Rennen wird es, glaube ich, ein riesiger DRS-Train. Da wird es schwierig werden. Also insofern hoffen wir auf einen guten Rennstart. Alles Weitere schauen wir dann. Und wir sind gut weggekommen. Soweit. Oh, Hamilton, fahr doch! Junge Hamilton, was machst du denn? Oh, wir hätten beide vorbei sein können, du Gurke. Und dann gibt Hamilton nach der Kurve nicht Gas. Ich krieg zu viel. Jungs, wir gehen jetzt nicht zu dritt da durch die Kurve. Nee. Ich hab genau gesehen, wie die Bock hatten, da zu dritt durchzugehen, die Jungs. Aber ich nicht. Ich definitiv nicht. Oh, der Start war an sich gut. Ich war so schön innen in Kurve 1. Oh, da habe ich einen Lockup gehabt. Wir hätten richtig schön vorbeigehen können, Hamilton und ich. Aber Hamilton hat dann am Exit der scheiß ersten Kurve nicht Gas gegeben, ey. Wie ärgerlich. Und den Teamkollegen haben wir vor Augen. Der ist aktuell auf 3 unterwegs. Und damit vielleicht auf dem Weg zu seinem ersten Podium. Aber ich will hier nicht, also das Rennen geht ja gerade erst los. Unser Ziel ist natürlich immer, den Teamkollegen zu schlagen, vor allem auch wenn ich es Lando auch gönnen würde, mal sein erstes Podium zu holen. Ui, okay. Ja, da darf man nicht so weit raus, glaube ich. Haben wir noch DRS? Ja, haben wir. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt hier kein DRS hätte, dann würde Russell uns sofort kriegen. Und Lewis greift an. Und geht. Geht er vorbei an Norris oder kann Norris sich behaupten auf P3? Die Jungs gehen side by side jetzt. Und Lewis ist, naja, man weiß es nicht, die sind immer noch nebeneinander. Lando kann sich behaupten, meine Güte. Was ein Fight bei den beiden. Lewis Hamilton, Lando Norris. Geiler Fight von den Zweien. Aber ich kann mithalten hier, das ist sehr gut. Und das mit 108er KI. Wir hatten ja in Silverstone so ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Da war die Pace auch okay, aber
Das hat nicht ganz für die Punkte gereicht. Lewis wird halt jetzt wieder angreifen. Lando hat halt kein DRS, das ist das Problem. Lando bräuchte halt auch DRS. Sonst wird es schwer, sich zu halten gegen Lewis. Hey, Russell! Kollege, nicht mich wegdrehen. Und da geht das Ganze hier in Runde 2 zwischen Lando und Lewis. Die beiden schenken sich wirklich nichts, aber wenn zwei sich streiten... Jungs, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ich ziehe mich zurück. Und jetzt verlieren wir deswegen den Platz gegen Russell, weil ich hier der Einzige mit Hirn bin, der dann auch wirklich mal, also der Klügere gibt nachmäßig. Wir wären da jetzt zu dritt in die Kurve gegangen und ich sag euch, das hätte geknallt. Das hätte Tote gegeben. Also da war ich jetzt wirklich mal der Vernünftige, der dann mal gesagt hat, okay, dann ziehe ich mich zurück, aber... Dadurch haben wir leider den Platz gegen Russell verloren. Ärgerlich. Andererseits hätten wir jetzt sonst auch tot sein können, dann bin ich lieber Sechster als tot, oder? Ich dachte halt, vielleicht können wir da profitieren. Lando und Lewis schön im Fight. Und wir nutzen die Gelegenheit und holen uns beide. Aber dann ist es zu eng geworden. Und jetzt verliert Lando den Platz auch noch gegen Russell, was nicht gut ist, weil damit sind beide Mercedes vor beiden McLarens. Und mit Mercedes sind wir ja durchaus im Konkurrenzkampf. Insofern, das hätte auch anders laufen können. Es hätte jetzt auch so aussehen können, dass Lando und ich vor den beiden Mercedesen sind beide. Sehr, sehr ärgerlich. Und da hinten kommt noch Perez an. Ich sehe es gerade, auf P8 ist Perez. Mit der schnellsten Runde. Der flügt hier anscheinend auch noch durchs Feld. Endlich mal wieder ein Rennen, wo wir schön eng mit Lando unterwegs sind hier. In Österreich war ich ja ziemlich weit vorne. Und in Silverstone war Lando vor mir. Und jetzt haben wir endlich mal wieder ein Rennen, wo wir beisammen sind. Im Qualifying hintereinander, also beziehungsweise zum Rennstart hintereinander gestartet. Und jetzt im Rennen auch die ganze Zeit wieder beisammen hier. Aber wie gesagt, wir hätten inzwischen auch beide auf P3 und 4 sein können oder so. Stattdessen haben wir leider beide Mercedes durchgelassen. Das ist gar nicht mal so gut. Man merkt halt jetzt auch in Ungarn, ist halt nichts mit vorbeikommen, ne? Wir sind jetzt hier gefangen im DRS-Train. Aber Lando hat kein DRS. Das heißt, vielleicht... Boah. Ah, nicht das Auto verlieren. Aber Lando struggelt und hat auch kein DRS mehr. Also insofern sollten wir die nächste Runde vielleicht kriegen. Ich meine, mir wäre es natürlich lieber, wenn Lando und ich zusammen nach vorne fahren, an die Spitze. Aber Lando scheint nicht ganz die Pace von den Mercedes mitgehen zu können. Insofern müssen wir da vorbei. Ja, Lando kommt immer ganz gut aus der letzten Kurve raus, deswegen komme ich da aktuell noch nicht vorbei. Ja, Landos Reifen scheinen aber auch langsam einzubrechen. Und Alonso hängt uns hier im Nacken. Vielleicht können wir jetzt mal nah genug dran sein. Diese Runde, um vielleicht mit DRS vorbeizukommen. Ja, jetzt müsste es doch klappen, oder? Jetzt müsste es klappen. So, jetzt aber. Sehr schön. Okay, Teamkollegen haben wir geholt.
Also insofern auf KI 108. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, ja. Auf KI 108 ist unsere Pace zumindest gut genug, um den Teamkollegen zu schlagen. Aber reicht die auch, um jetzt noch an die Mercedes da vorne ranzukommen, die inzwischen 3 Sekunden weit weggefahren sind, weil Lando leider die Pace nicht hatte. Und wir sind definitiv schneller als Lando, der ist jetzt schon 6, 7 Zehntel weg. Huch, da kill eine Track Warning. Naja gut, war off-track. Ich will's nicht bemängeln. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Und wir gehen jetzt in die Box auf frische Gelbe. Die Roten hier, die haben knappe 40%. Okay. Der erste Stint war eigentlich solide, würde ich sagen. Beim Start war das mit Hamilton ärgerlich und wir hätten dann natürlich, Lando und ich hätten uns ein bisschen besser zusammen gegen die Mercedes verteidigen müssen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. So, jetzt haben wir hier Leclerc vor uns hängen. Ich weiß nicht, wie jetzt hier die... Leclerc vor dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:35,6. Okay, Leclerc hat uns undercuttet. Der ist tatsächlich schon in der Box gewesen. Das ist nicht gut. Noch ein Platz verloren. Durch den Undercut von Charles Leclerc. Tatsächlich. Also Leclerc tatsächlich legitim vor uns jetzt über die Box. So. Lando kommt an die Box. Lando an der Box. Lando geht jetzt rein. Jetzt ist natürlich die Frage, dadurch, dass wir jetzt hier hinter De Vries festhängen, hinter dem langsamen AlphaTauri, der natürlich jetzt reingeht, aber das hat uns ja auch Zeit gekostet jetzt. Wo kommen wir jetzt über die Box raus? Da ist Lando. Und Lando ist auf 8. Okay, Lando mit einem schlechten Stopp leider. Noch weitere Plätze verloren. Qualifying war er, glaube ich, P4, ne? Und jetzt Lando auf 8 zurück. Also das ist wirklich nicht gut. Im Rennen viele Plätze verloren schon. Ich bin immer noch da, wo ich gestartet bin, auf 6. Und Charles Leclerc macht hier richtig Feuer mit der schnellsten Runde. Schnellster Mann auf der Strecke gerade. Ich habe auch sehr Probleme, da gerade noch mitzuhalten, ehrlich gesagt. Aber wenn Leclerc jetzt gerade so schnell ist, dann greift er ja vielleicht gleich mal Russell an. Und wer weiß, wenn die dann im Fight sind, vielleicht können wir dann irgendwie die Gelegenheit nutzen, da vorbeizukommen. Vielleicht betütteln die sich irgendwie und dann schnappen wir zu wie eine Kobra. Oh, Sergeant ist raus. Safety Car? Fragezeichen. Nee, anscheinend nicht. Also wir hatten jetzt schon öfter mal DNFs von Fahrern und dann aber selten mal irgendwie Safety Car, ne? Meistens passiert nichts. Ocon war ja auch DNF in Silverstone, da gab es auch kein Safety Car. Jetzt Sergeant hier. Ab und zu fände ich ein Safety Car ja ganz lustig, das bringt halt immer noch mal so ein bisschen Würze rein. Also ich kann mit Charles Leclerc mithalten. Nur leider kommt Charles Leclerc nicht näher ran an Russell. Grüne Flagge. Eigentlich war ja die Hoffnung, dass Leclerc an Russell rangeht. Kommen wir hier vorbei? Mit sehr viel ERS. Kommen wir hier vorbei am Ferrari. Ups, das wollte ich nicht. Sehr gut. Leclerc überholt. Fair and square auf der Strecke. Also ist unsere Pace gut. Aber mit dem Gefalte hier kommen wir natürlich auch nicht näher an den Mercedes vor uns. Ich würde gerne an Russell rankommen noch. Aber der ist jetzt 3,3 Sekunden weg wieder. Und wir haben freie Fahrt. Insofern, wenn unsere Pace besser ist als die von Russell, dann kommen wir näher. Aber das da vorne ist Russell.
vor dir seine Platzierung. Abstand zum vorausfahrenden Auto 3,1 Sekunden. Also ich glaube, Russell und ich haben so ziemlich die gleiche Pace hier. Insofern kommen wir nicht näher, aber wir haben tatsächlich Charles Leclerc aus dem DRS gekriegt. Obwohl er anscheinend der schnellste Fahrer auf der Strecke ist. Oder zumindest hat er die schnellste Runde. Ich cruise jetzt hier noch meine Runden, aber nach vorne geht nichts mehr, glaube ich. Also wir kommen tatsächlich langsam näher. 2,8 Sekunden, aber es sind halt jetzt noch 4 Runden. Und jetzt haben wir uns noch die 3-Sekunden-Strafe geholt. Wegen Track Limits. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Track Limits nach dem Qualifying wieder auf regulär umgestellt fürs Rennen. Ich wollte die eigentlich nur fürs Qualifying aufstrengen. Aber ich sag mal, momentan macht die 3-Sekunden-Strafe nicht den Unterschied, weil nach hinten sind es 4 Sekunden und nach vorne haben wir eh keine Chance mehr. Insofern ist es eigentlich egal. Also hier passiert jetzt wirklich nichts Spannendes mehr. Seit ein paar Runden cruise ich jetzt hier einfach nur noch meine Runden runter. Auf Leclerc haben wir inzwischen 5 Sekunden. Also insofern, da wird die 3-Sekunden-Strafe auch kein Problem. Ja, nach vorne habe ich jetzt vielleicht noch mal 2 Zehntel aufgeholt, aber da vorne fährt Russell. Aber keine Chance, den zu kriegen. Und mit der 3-Sekunden-Strafe wäre es dann auch egal. Keine Riesensensation, aber ein sehr solides Punkteergebnis. Den Teamkollegen geschlagen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Und mit einem 5. Platz auf KI 108 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Da gibt es nochmal eine Warning. Jetzt nicht noch die 6 Sekunden holen, dann verlieren wir noch einen Platz. Solides Rennen. Kein besonders actionreiches. Der Fight mit Leclerc war ganz schön. Aber das ist ein Pünktchen, den nehmen wir mit. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, hinter den Mercedesen zu landen. Aber was willst du machen? Die sind aktuell einfach schneller. Lewis auf Platz 2. Aber ich denke, die 10 Punkte, damit sind wir zufrieden. Lando, kein gutes Rennen gemacht. Ich meine, das Qualifying war super. Aber Start von 4 und dann zurückgefallen auf P9 im Rennen. Natürlich auch nicht so gut das Ganze in unserer Rivalität mit Hamilton. Der liefert aktuell richtig starke Ergebnisse ab und ist damit auch in der Rivalität in Führung jetzt. Aber was willst du machen? Spannend wird es auf jeden Fall jetzt nochmal im Kampf um die Weltmeisterschaft. Nachdem Leclerc ja lange in Führung lag, hatte der jetzt ja kein so gutes Rennen hinter uns. Damit ist Verstappen jetzt in WM-Führung mit 4 Punkten vor Leclerc. Insofern könnte die Weltmeisterschaft hier auch noch recht spannend werden. Unser Ziel, vielleicht gegen Ende der Saison noch Mercedes angreifen zu können. Im Kampf um Platz 3 sehe ich aktuell allerdings nicht mehr wirklich in Reichweite. Mercedes einfach momentan zu stark, Lewis auch zu stark. Und da fehlen uns jetzt schon 110 Punkte aktuell. Also ich glaube, das wird nichts mehr werden. Aber das hat Spaß gemacht, das war ein solides Rennen. Und wir sehen uns wieder in Spa in Belgien. Bis dahin.